So, jetzt sind wir wieder mit einer Shape-Dame. Ihr wart eben im Abendkleid. Ganz ja? Genau, ja. Wie war es für dich das erste Mal im Abendkleid so vor dem Publikum zu stehen? Oh, es war super. Natürlich total ungewohnt mit dem Licht und den vielen Leuten, aber es hat Spaß gemacht, da oben zu stehen. Okay. Ja, du strahlst ja auch. Ja. Und jetzt gleich habt ihr die zweite Runde, das genau. Heißt Line-Up und dann mit so einem schönen Bikini. Ja. Wie fühlst du dich? Da freue ich mich noch mehr drauf als mit dem Abendkleid, ja. Weil ich erstens mein Bikini toll finde und ich freue mich noch mal auf die Bühne zu gehen. Weil man zeigen kann. Genau. Also schönes Gefühl. Wie warst du zufrieden mit Saschas Vorbereitung? Auf jeden Fall. Ja. Er hat ja auch 5 Kilo abgenommen jetzt, Sascha. Wirklich? Ja, er zieht jetzt auch durch. Er hat gesagt, wenn er so viele vorbereitet, zieht er auch durch. Sehr schön. Sehr klasse. Gut. Also dann schiebst du jetzt weiterhin, wenn du fertig bist, schiebst du Sascha an, damit er auch weitermacht, damit er auch mal wieder runterkommt. Das machen wir. Hier hast du noch eine Tüte Eiweiß für dich. Oh. Ja, da kannst du danach einen schönen Shake machen. Super. Viel Erfolg gleich da vorne. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, hier haben nochmal 2 Damen wieder von der Shape-Klasse. Ihr wart ja eben schon mal mit Abendkleid drauf. Ne? Wie war es für euch, das erste Mal so vor dem Publikum zu stehen? Sehr aufregend. Ja. Auf jeden Fall. Ich war sehr zittrig, habe ich gemerkt. Sehr nervös. Ja, ist ja normal. Ja, ja, genau. Aber war ein schönes Ereignis, schöne Erfahrung. Auf jeden Fall, ja? War eine gute Erfahrung. Und jetzt zweite Line-Up, jetzt mit schönen Bikinis. Jetzt mit schönen Bikinis, sieht man natürlich mehr. Wie fühlt ihr euch jetzt? Immer noch so nervös wie beim ersten Mal? Ich bin ein bisschen ruhiger geworden jetzt, merke ich. Und du? Es geht, also es hält sich in Grenzen. Weniger auf jeden Fall, aber immer noch. Ich bin nervös. Gespannt, wie es wird gleich. Aber glaub mir, jeder ist nervös. Auch der Routinier, der schon jahrelang macht, hat immer wieder Lampenfieber, ist völlig normal. Ihr habt echt toll ausgesehen, ihr seht jetzt wieder toll aus in dem Bikini. Ich wünsche euch ganz viel Glück und rockt die Bühne. Danke. Ja? Danke. Alles meine Werke. Ja. Von Alexander. Mainz. Sarah. Ja. Mainz. Jetzt hast kleine Pause. Wer war eigentlich nicht bei mir? Jetzt kleine Pause jetzt. Jetzt eine kleine Pause. Kommt ihr bitte die Bühne runter. Bitte in die Richtung erstmal. So. So, Bodyklasse ist gerade von der Bühne gekommen. Wie war es für dich? Ja, anstrengend fürs erste Mal. Also generell das Gefühl, das erste Mal so auf der Bühne zu stehen, gutes Gefühl, so vor so einem Publikum aufzutreten? Ja, das ist schon geil. Macht Spaß. Ja. Ja, natürlich. Alles klar. Gut, komm ein bisschen runter. Ich danke erstmal fürs Interview und ich wünsche dir viel Glück nachher bei der Siegerehrung. Ja? Hast du auch gut Zeit? Ja. So, auch von der Bodyklasse gerade runtergekommen. Ja, genau, das erste Mal vor Publikum gepostet, alles ja. Newcomer. Und wie war es für dich? Auf jeden Fall anstrengend, die ganze Zeit Krämpfe in beiden Bizeps gehabt, aber es war super Erfahrung, hat super viel Spaß gemacht. Einfach so eine harte Arbeit, die man jetzt ewig reingesteckt hat, einfach mal vor den Leuten zu zeigen. Ja. Und also ich fand es eine super Erfahrung, werde auf jeden Fall wieder auf die Bühne gehen. Toll. Also super, macht richtig viel Spaß, ist super anstrengend, aber. Also das war es auf jeden Fall wert. So. Aber ich wollte sagen, es war es wert. Du hast Krämpfe, aber Hauptsache du hast durchgehalten. Krämpfe haben ja fast viele. Ja, natürlich. Ich habe einfach bei Rückenansicht, wo man mich nicht gesehen hat, mein Gesicht total verzerrt, weil ich dachte so, oh shit, bitte lass mich aus der Pose. Aber ich habe versucht, es einfach durchzuziehen, so ging es wie die. Lächeln brauchst du nur vorne, nicht? Genau, das hab ich mir dann angewöhnt. Und dann so, jetzt scheiß drauf, was die anderen jetzt, die können sie nicht sehen. Okay. Also super, super Spaß. Alles klar. Super, ich danke dir. Danke, ja? Danke euch. Ja. Hi Pete. Hi Pete. So, Physikklasse jetzt und für dich das erste Mal oder sagst du eben, du warst schon mal Weserkraft oben? Genau, Weserkraft. Ich war auch in Köln. Beim Cologne Beach habe ich teilgenommen. Ah ja, okay. Ja. Welchen Platz hast du da belegt, wenn ich fragen darf? In Cologne Beach habe ich den 4. gemacht und jetzt in Bremen habe ich den 2. gemacht. Jetzt mal gucken, was hier drin ist. Ne? Boah, ich also, ja, ich wollte sagen, man sieht auf jeden Fall, du bist überhaupt nicht verkrampft, sondern locker. Nee, ganz locker. Ein paar Liegestützen gemacht.
nicht zu verkrampft, ein bisschen Schulterpump jetzt noch reinbekommen und dann bin ich zufrieden. Ein paar Liegestützen noch, Jungs. Ja, entschuldigt mich, ich mache ein bisschen. Alles klar, ich wünsche euch danke für das Interview. Ich wollte zuhören, wenn okay. Sie genau noch was abweichen. Nummer 71, Philipp, ist ja da. Du bist nachher der Erste, okay? Du hast noch Zeit. So, Mensch Physik, hör aber noch einen, du bist der? Ich bin der Harry Nickel. Harry, genau. Das erste Mal jetzt Physikklasse hier am Start? Ja, generell erste Veranstaltung so für mich. Ja. Bin jetzt erstmal dabei. Okay, wie war die Vorbereitung? Sehr hart? Ja, die war auf jeden Fall hart. Also was habe ich ja noch nicht gemacht, das erste Mal jetzt. Genau. Ja, war schon nicht einfach. Cool, wie lange trainierst du? Ich bin jetzt seit 3 Jahren dabei, also am Anfang nur so ein bisschen hobbymäßig gemacht. Mhm. Dann die anderen schweren Jungs gesehen. Ja. Hat mich dann begeistert und jetzt bin ich auch hier gelandet. Ja, cool. So muss es sein. Also ein Mann, der nicht labert, sondern der Taten schreitet und dann einfach mal probieren und einfach mal mitmachen. Ja. Ich wünsche dir ganz viel Glück und wir sehen uns gleich mal, wenn du zurückkommst. Pump dir noch ein bisschen auf. Alles klar. Ich danke dir. Das allererste Mal auf einer Bühne des NRCs, die Men's Physikklasse. Ich darf die Jungs auf die Bühne bitten. Nach der Show jetzt, also das hast du jetzt auf der Bühne gehabt, Men's Physikklasse, wie war dein Gefühl so? Hat Spaß gemacht, auch das erste Mal auf der Bühne gewesen? Ne? Ja, jetzt, erste Mal kommt. Das erste Mal. Ja, aber früher gemacht Bodybuilding. Ach, also bist du gar in dem Sinne kein Newcomer? Ja, in Russland. Ja, da bist du auch ganz schön, ganz schön massig auch. Ja, na, danke. Okay, wie kommst du dann, Men's? Du wirst, ne? Bald Leibers für dich, du warst danke. Super. Danke, vielen Dank. Danke. Siehst du? Siehst du schon, hast du schon was abgesahnt. Ne? Und also wie lange trainierst du denn schon? In Deutschland jetzt 10 Monate. Aber generell, wie lange machst du schon? Früher, ich Pause 5 Jahre nicht gemacht. 5 Jahre nicht gemacht? Ja. Jetzt wieder angefangen und dann jetzt direkt? In Deutschland, ja. Bei Physical? 10 Monate. Ja, ja, okay. Alles klar. Gut, dann wünsche ich dir weiterhin viel Spaß. Wir sehen uns nachher bei der Siegerehrung. Danke, vielen Dank. Danke dir. Danke.